So, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ursi, wie weit bist du? Mit was? Ich muss erst mal aufräumen. Hat immer nur das Aufräumen im Kopf, die Ursi. Ja, einer muss es ja tun. Aber jetzt geht's gleich los. Wir stehen schon im Schwarzwald. In Baiersbronn. Ja, Da und haben wir jetzt. heute Nacht übernachtet und jetzt räumen wir noch ein bisschen auf und dann sehen wir weiter. Und dann fahren wir zum Lodar. Ja, genau. Und wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit. Genau. Wir fahren aber nicht zu dem Lodar aus Franken. Zum Sturm Lothar. So, sie. Ja. Jetzt geht's los. Ja. Ich freue mich schon seit Tagen auf die Wanderung. Naja, so groß ist die Wanderung nicht. Ja, ja. Laut Angabe sind es 800 Meter. Ja, hin Also, und zurück sind schon 1,6. das lohnt sich ja nicht mal, Wanderschuhe anzuziehen. Aber was soll hier auf dem Lotharpfad? Festes Schuhwerk tragen. Und der Lotharpfad, den müssen wir ja, glaube ich, mal kurz erklären. Was ich erkläre. Also vor jetzt genau dann 20 Jahren, also im Dezember 1999, also vor, Weihnachtsfeiertagen. ja genau, am zweiten Weihnachtsfeiertag, um genau zu sein, ging hier der Sturm Lothar über den Schwarzwald und große Teile Baden-Württembergs und hat hier eine ziemlich Schneise. große Verwüstung angerichtet, ja. Richtig. Und jetzt eben nach 20 Jahren wollen wir jetzt mal schauen, wie sich die Natur hier wieder leicht erholt hat, wie weit das jetzt alles schon gekommen ist. Und Genau. da hat denn der Nationalpark Schwarzwald einen Wanderweg, Panoramaweg angelegt und den wollen wir jetzt mal ablaufen. Ja, und Gott sei Dank habe ich meine Drohne vergessen. Ja, dann hier dürft sie ja eh nicht steigen lassen. Stimmt. Einsatz von Drohnen ist verboten. Ja, genau. So, und dann legen wir Eben, man soll los. nämlich hier auch ruhig sein, um die Natur nicht zu stören. Das steht hier auf der an der Regeltafel. Genau, also halten wir jetzt mal unser Und Mund wir und halten laufen uns los. daran und Laufen los. laufen jetzt einfach mal los, ja. Genau. Thank you.
So, Ursi. Eine schöne Schwarzwaldwanderung mit deinem Helle. Jetzt gehen wir das Stückle wieder hoch und laufen auf der anderen Seite wieder entlang. Gleiche Strecke zurück. Ja, ein Stückchen. Ja, ein kleines Stück zurück. Bis zu der Aussichtsplattform. Also das kann jeder, Gelahme kann das machen. Naja, jeder nicht. Festes Schuhwerk. Ja. Und die ein kaputtes Knie haben, die brauchen Knieschoner. Ja. Aber ansonsten kann das jeder machen. Der noch einigermaßen zu Fuß ist. Ja. Es ist schon ein Wanderweg. Aber ein kurzer. Ja. Zum Glück. Ja, also jetzt müssen wir da wieder zurückgehen bis zur Aussichtsplattform und dann ging da rechts der Weg weiter. Jawohl. Also. Ist es, oder? Ja, und die Ursi ist glücklich und es ist doch schöner. Ja, es macht Spaß, es macht einfach Spaß in der Natur. Also da jetzt hier auf diesem Weg eine Bank steht, gehe ich davon aus, dass vor 20 Jahren hier eine super Aussicht war. Aber in den letzten 20 Jahren hat die Natur sich doch einiges zurückerobert und die Bäume, Tannen sind das vermutlich, gell? Oder? Aber was für, kann ich Ihnen euch auch nicht sagen. Auf jeden Fall hat es jetzt 20 Jahre gedauert, bis diese Bäume diese Größe erreicht haben. Und Aussicht ist natürlich jetzt keine mehr, aber brauchen wir ja auch nicht. Doch, Aussicht auf Bäume. Ja, wunderschön. Alles grün. Also wir sind ja alles aber keine Biologen, ja? Botaniker. Und auch keine Botaniker. Aber nach meiner Einschätzung als Kaufmann und als YouTube-Filmer würde ich sagen, das ist eine Fichte. Was ist? Möglich. Vielleicht ist das hier eine Tanne. Wir gucken. Also das hier sieht schon eher tannenmäßig aus, würde ich jetzt mal laienhaft einschätzen. Wenn sich einer unter euch befindet, der sich auskennt,
Der kann uns vielleicht aufklären. Ja, genau, darüber würden wir uns schon freuen. Sehr freuen. Ja. Das würde ich absolut als Tanne bezeichnen. So, das waren ein paar Impressionen vom Lotharpfad. Ja. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Mhm. Und es war schon sehr beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass vor 20 Jahren hier so gut wie nichts mehr gestanden ist. Richtig. Und wenn man da jetzt vielleicht auch Bezug nehmen kann auf die Brände, die gerade in Brasilien wüten. Es ist so ein Frevel an der Menschheit, was da gemacht wird. Und an der Natur. Ja, und an der Natur, an allem. Und wir machen uns selber kaputt und es wird wirklich langsam Zeit, oder was heißt langsam, man sollte sich schon lange Gedanken darüber machen, wie wir mit unserer Natur umgehen. Und ich soll nicht so pfleglich mit der Natur umgehen, wie ich mit der Ossi umgehe. Und weil ich jetzt wieder so lange gewandert bin, gell Ossi? Ja, sehr lange. Und das ist ein kleiner Tipp für alle, ich bin ja ein E-Profi sozusagen, ja. Die Ossi wird mir jetzt dankbar sein, die macht mir jetzt was Leckeres zum Essen und verwöhnt mich heute den ganzen Tag, weil ich so brav mit ihr gewandert bin. Und wenn ihr gerne mitgewandert seid, dann hoffen wir doch, dass ihr uns ein paar Zeilen hinterlasst, jawohl, wie schön das war. Und ihr könnt uns auch einen Daumen hoch geben. Da spricht nichts dagegen, also wir haben es gern. Um alles zu vervollständigen, das Glöckchen und abonnieren. Ja, okay, der ganze Kladderadatsch lassen wir jetzt einfach weg, das wisst ihr selber. Und ja, also fahren wir weiter, oder? Wir fahren jetzt weiter und melden uns wieder. Das war nur ein paar Impressionen vom Lotharpfad. Ja, im Schwarzwald. Ja, uns geht's gut. Wir waren wieder da und kommen jetzt wieder öfters. Also. Tschüss. Tschüss. Mhm.